Hi! Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal, wie ihr im Titel schon gesehen habt, ein ganz anderes Video und zwar einen XXXXL Fashion Haul. Ja, ich habe euch ja auf Insta auf meinem Account mein riesen ASOS Paket gezeigt und habe dann gefragt, ob euch so ein Haul gefallen würde, ob ihr das sehen wollt. Und sehr, sehr viele haben auf Ja gestimmt. Ja, und deshalb mache ich das jetzt für euch. Also das ist einfach was, was ich gerne mal so zwischendurch einbaue, weil es mir einfach Spaß macht und anscheinend auch ganz viele von euch interessiert. Aber ich glaube sogar, das nächste Video wird wieder ein Ernährungsvideo. Also falls jetzt das Video nichts für euch ist, dann macht das natürlich auch nichts. Aber wenn es euch interessiert, dann bleibt es gerne dran. Und ich zeige euch jetzt, was ich so alles geshoppt habe. Ich muss aber auch dazu sagen, also denkt euch jetzt nicht, ich kaufe jedes Monat so ein riesen ASOS-Paket. Also ich gehe generell eigentlich nicht mehr so oft einkaufen, weil ich irgendwie einfach die Zeit nicht dazu habe. Und wenn, dann eigentlich online und dann bestelle ich mir immer so ein riesen Paket. Und ich muss jetzt selber erst schauen, was ich behalten möchte. Ich fände es aber auch cool, wenn ihr einfach in die Kommentare schreibt, was euch voll gefällt, was ich mir auf jeden Fall behalten sollte und was ihr nicht so gut findet. Dann tue ich mir vielleicht auch ein bisschen leichter beim Entscheiden. Ja, aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem ersten Teil. Und zwar habe ich mir so ein Wickeltop bestellt. Okay, wartet mal kurz. Hä? Und zwar ist das in so einem schönen Beige und es ist so ein ganz feiner Strick und mir gefällt das echt gut. Ich zeige euch das jetzt mal angezogen. Ja, also so sieht das aus. Ja, ich finde einfach das Gewickelte richtig schön. Das gefällt mir echt voll gut. Ich blende euch übrigens die Preise einfach immer hier ein. Und von der Größe trage ich hier 32, falls es euch interessiert. Ich kann euch aber auch gerne die ganzen Teile unten in der Infobox nochmal verlinken. Genau, das mache ich. Und jetzt geht es schon wieder weiter mit so einem ganz schlichten, einfachen, weißen Basic-Shirt. Ich finde aber die Ärmel eigentlich ganz cool, weil die sind so kürzer und ein bisschen so abgeschnitten. Gefällt mir auch gut, da trage ich Größe 32 und ja. Also ich finde, so Basic-Teile kann man einfach immer brauchen. Also ich brauche da einfach immer so, gerade unter Cardigans, ganz viele Basics. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Teil, nämlich einen Cardigan in Grau. Und der ist wirklich so weich, also ihr müsstet den echt mal angreifen. Ich finde den so angenehm vom Stoff, der fühlt sich richtig hochwertig an. Der ist von der Marke Vila und ich habe ihn in XS. Und er hat dann auch vorne noch so süße Taschen, das gefällt mir eigentlich auch voll gut. Und die Länge finde ich eigentlich auch optimal, weil manchmal sind sie einfach zu kurz, beziehungsweise einfach viel zu lang, dann schaue ich noch kleiner aus irgendwie. Also der ist perfekt, den behalte ich auch auf jeden Fall, würde ich sagen. Also wie ihr schon seht, bin ich eigentlich von den Farben immer ziemlich gedeckt gehalten. Aber ich habe mir gedacht, jetzt für den Sommer, beziehungsweise eigentlich Frühling, brauche ich mal was Kräftiges. Da habe ich mir so einen roten Cardigan bestellt. Ich finde, dass sie in der Kamera ziemlich kräftig rüberkommt. Also so kräftig ist er eigentlich gar nicht. Und er ist so grob gestrickt, was mir auch gut gefällt. Und er ist nicht zu lange, also mal eine Abwechslung. Den habe ich auch in 34 und ist von der ASOS Eigenmarke. Ja, ich glaube, es wird mal Zeit für ein bisschen Farbe. Oder wie seid ihr das so? Also habt ihr eher so knallige Farben in eurem Kleiderschrank oder auch eher so gedeckt? Also ich muss sagen, ich bin meistens so mit Weiß, Grau, Schwarz, so bin ich eh unterwegs. Aber jetzt kommt der Frühling, jetzt muss was Farbiges her. Gut, dann machen wir gleich weiter. Ich habe mir nämlich eine richtig süße Bluse bestellt, die finde ich einfach auch voll frühlingshaft. So ein richtig schöner rosa Ton und die hat so Längsstreifen, nein, nicht Längsstreifen, so... Doch, Längsstreifen, nicht Querstreifen, sondern Längsstreifen, weiße. Dann hat sie auch vorne noch so eine Tasche, ist von New Look in Größe 32. Jetzt habe ich hier nochmal so ein Basic-Shirt und zwar in Grau diesmal. Ihr seht, es ist echt ganz, ganz schlicht. Eigentlich mag ich V-Ausschnitte viel lieber, aber mir gefällt es irgendwie trotzdem voll gut. Ich trage XS. Ich glaube, das behalte ich mir auch fast, weil so Basics kann man einfach immer brauchen. Jetzt geht es weiter mit einem Crop-Top und zwar ist es einfach so ein kurzes Bauchfreies oder fast bauchfreies, ihr seht es eh, angezogen T-Shirt. Es hat oben so einen ganz süßen Ausschnitt, also fast so einen kleinen Rollkragen. Das gefällt mir echt gut. Jetzt geht es auch schon weiter mit dem nächsten kurzen Top und zwar ist es weiß. Ist wirklich ziemlich kurz, aber ich finde, wenn man eine hohe Jeans dazu anhat, also so eine High-Waisted Jeans, dann sieht es eigentlich wieder ganz gut aus und gerade im Sommer, wenn es so heiß ist, zu einer High-Waisted Shorts zum Beispiel, ist es einfach perfekt. Bisschen durchsichtig finde ich es, also man muss echt schauen, dass man zum Beispiel einen glatten BH oder so drunter anzieht,
Aber ansonsten gefällt es mir eigentlich sehr gut. Und ich habe hier Größe 34. Also ich hoffe, ich mache das jetzt nicht zu schnell oder zu langsam. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Ihr könnt mir gerne mal sagen, ob das, wie ich es mache, auch so mit dem angezogen zeigen und so für euch so passt. Ich bin da ganz offen und nehme da auch sehr gerne konstruktive Kritik an. Also lasst mich wissen, wie das so bei euch ankommt. Jetzt geht es aber auch schon weiter. Ich glaube, dass dieses schwarze Shirt genau das gleiche ist wie das graue. Also das weiß-schwarz gestreift. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Das ist nämlich vom Schnitt eigentlich genau gleich. Auch so mit dem Kragen. Größe 32, Eigenmarke ASOS. Finde ich auch echt süß mit einer High-Waisted Jeans oder so. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, jetzt geht's weiter mit einem Kleid. Und zwar ist es ein relativ dickes Kleid. Also nicht so ein dünnes Sommerkleid, sondern schon auch so für den Frühling. Ihr seht, es ist so ein richtig schöner Grünton, also so Oliv. Und hat einfach so ganz weite, flatterige Arme, aber auch so einen flatternden Rock. Ich finde die Länge eigentlich perfekt, also nicht zu kurz, aber jetzt auch nicht zu lang. Also es gefällt mir eigentlich ziemlich gut, so wie es fällt. Ist von ASOS Eigenmarke in Größe 32. Und ich habe auch noch so ein ähnliches Kleid in Schwarz bestellt. Das hat vorne so Knöpfe, also echt so eine süße Knopfleiste. Also das oben ist ein bisschen so gerippt vom Stoff her. Und unten ist es dann so ein glatter Baumwollstoff und fällt auch echt voll locker. So ähnlich eigentlich wie das grüne Kleid. Ich muss sagen, mir gefällt das Schwarze fast ein bisschen besser. Ihr könnt ja mal sagen, was euch besser gefällt. Ich bin eher für Schwarz, muss ich sagen. Das ist jetzt auch von ASOS Eigenmarke in Größe 32. So, jetzt geht's weiter mit einer Jeans. Und zwar ist die von New Look in Größe 34. Ihr seht schon, sie hat an den Knien so Löcher. Ich habe sie ein bisschen raufgedreht, weil sie wäre mir sonst zu groß gewesen, also zu lang gewesen. Das habe ich öfters das Problem, gerade wenn man die Länge nicht einzeln auswählen kann, wie jetzt bei dieser hier. Ich habe das Gefühl, dass die Farbe in der Kamera fast ein bisschen kräftiger rüberkommt. Es ist eigentlich ein bisschen so ein verwaschener Jeans-Look. Aber ich muss sagen, gefällt mir eigentlich echt gut. Und dann habe ich noch eine Jeans bestellt. Und zwar eine ziemlich dunkelblaue. Also die ist von der Länge echt perfekt eigentlich. Da habe ich Größe W25L32. Und ist auch wieder so high-waisted geschnitten. Was mir einfach zu so kurzen Tops echt gut gefällt. Weil sonst finde ich, sieht man einfach ein bisschen zu viel Bauch. Das mag ich dann an mir nicht so gern. Aber so gefällt mir das echt voll gut. Und jetzt habe ich noch eine ganz andere Art von Hose. Denn ich mag ja eigentlich so skinny Jeans am allerliebsten, aber manchmal mag ich einfach auch die Abwechslung. Und jetzt habe ich mir so eine schwarze Zigarettenhose, so Chino-mäßig ist sie geschnitten, geholt. Und die ist auch vom Stoff nicht wie ein Jeansstoff, sondern eher so wie ein dicker Anzugsstoff. Aber ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung dazu dalassen, würde mich echt interessieren, wie ihr solche Art von Hosen findet. Und jetzt habe ich noch eine weiße Hose. Ich habe zwar schon eine weiße, aber irgendwie mag ich die nicht so gerne. Ich finde einfach den Schnitt nicht so perfekt. Ich muss aber auch sagen, bin auch bei der nicht so zufrieden. Also vielleicht kennt ihr das mit den weißen Hosen. Wer schon mal eine weiße Hose gesucht hat, kennt das Problem. Die sieht ganz schnell irgendwie, weiß ich, wie ich es beschreiben soll, an den Knien so speckig aus. Und dann ist sie teilweise zu durchsichtig oder irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich finde es echt schwer, eine gute weiße Hose zu finden. Ihr könnt ja mal sagen, wie sie euch gefällt oder ob ihr vielleicht eine coole, gute weiße Hose irgendwo kennt. Also ich glaube, die schicke ich eher zurück. Das war es jetzt mal mit der Kleidung und jetzt kommen wir noch zu Accessoires, Schuhen und Taschen. Ich mache jetzt mal mit den Schuhen weiter. Und zwar habe ich mir so ganz besondere Schuhe bestellt. Also ich glaube, die gefallen echt nicht jedem von euch. Das sind solche Spitzen wie so Ballerinen, nur dass sie hinten so offen sind. Vorne haben sie echt eine süße Masche. Und dann sind sie ziemlich spitz und haben ein bisschen so Schlangenmuster-optikmäßiges Dings. Ich muss auch noch überlegen, ob ich sie mir behalten soll. Sie sind schon sehr eigen irgendwie, aber irgendwie gefallen sie mir auch. Und jetzt geht es weiter mit einem Paar, das sicher auch nicht alle so cool finden. Ja, und zwar sind die ein bisschen so Birkenstock-mäßig angehaucht, nur dass sie so ein ganz dickes Plateau haben mit so Bast, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Erinnert mich ein bisschen so an die Espadrillos oder wie man dazu sagt. Die sind jetzt von New Look, aber wie gesagt, ich glaube, die gefallen wirklich nicht allen, aber ich finde sie cool. Ich muss noch überlegen, ob ich sie mir behalte, aber womöglich. Und jetzt habe ich auch noch Schuhe in ein bisschen so Schlangenoptik mäßigen Stil. Ihr seht schon, ich finde den Stil eigentlich ziemlich cool seit neuestem. Ja, das sind ein bisschen höhere, aber sie haben einen dicken Absatz,
Von daher eigentlich ziemlich gemütlich. Mir kommt nur vor, dass sie nicht perfekt sitzen hinten. Da sind sie mir irgendwie ein bisschen zu groß. Ansonsten müssen sie leider zurück. Aber generell gefallen sie mir eigentlich, muss ich sagen. Jetzt habe ich noch eine Tasche, beziehungsweise nein, eigentlich einen Rucksack. Der sieht so aus, der ist ganz einfach schwarz. Also ich besitze keinen einzigen so Rucksack, aber eigentlich finde ich das ganz cool, gerade wenn man zum Beispiel unterwegs ist und einfach nicht dauernd so nur eine Schulter belasten möchte, ist eigentlich ein Rucksack echt perfekt und mal was anderes. Schreibt mal, wie ihr den findet, aber ich finde den nicht so schlecht. Dann habe ich noch einen Gürtel und zwar wollte ich unbedingt einen Gürtel haben, der vorne so eine runde, wie sagt man, Schnalle hat, genau. Und das ist jetzt dieser hier, also ich finde, das sieht echt gut aus. Wie gesagt, bei so High-Waisted Jeans macht der einfach ein bisschen was her. Ich habe ihn mir ziemlich klein bestellt, weil ich eben einen Gürtel für die Taille haben wollte. Und ja, da ist man natürlich viel schmäler als jetzt an der Hüfte und deshalb auch die kleine Größe. Und jetzt habe ich noch Ohrringe gekauft. Ihr seht vielleicht schon, ich trage sie auch schon im Video. Einmal so größere, ich glaube, sechseckige Kreolen. Ich weiß es gar nicht, ich glaube sechseckig sind sie. Und dann dahinter noch so Blätter, die man so nach hinten drehen kann. Also fürs zweite Ohrloch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Kombination so gut finde, weil es schon ganz verschiedene sind. So die Blätter und die Sechsecke. Aber irgendwie ist es auch echt cool. Also ja. Ja, ich glaube, ich habe euch jetzt wirklich alles gezeigt. Ich weiß, es ist echt eine Menge. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung jetzt in die Kommentare schreibt und auch generell, wie euch so ein Haul gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, vergesst jetzt nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auch gerne ein Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!